Nachmittag. Es ist genau Halbzeit. Vor 2 Jahren wurde der Bundestag gewählt, über eine Koalition verhandelt, die Ampel gebildet. Und diese hat, wenn sie denn hält, noch genau 2 Jahre zu regieren. Das ist alles andere als sicher, zwar wahrscheinlich, aber der Ton hat sich deutlich verschärft. Innerhalb der Ampel, zwischen den ehemaligen Honeymoon-Partnern FDP und Grünen, aber vor allem in Richtung Opposition. Merz, Söder und Co. attackieren die Grünen wie in längst vergangenen rot-grünen Lagerzeiten. Dabei wollten Habeck und Co., die Realos bei den Grünen, eigentlich genau raus aus dieser links-grünen Ecke, wollten aus den Grünen eine ökologische Volkspartei der Mitte machen. Dieser Traum ist zumindest für den Moment geplatzt. Unser Thema deshalb heute, die Grünen, Feindbild statt Volkspartei. Und ich freue mich auf diese Gäste. Jana Hensel ist wieder bei uns. Sie ist Autorin für Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, Claudia Kade. Sie leitet bei der Welt das Politikressort. Peter Müller, Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen. Und Jan Fleischhauer, Kolumnist. Da ist das M bei Kolumnist beim Nachrichtenmagazin Fokus. Herr Fleischhauer, die CDU hat nach der Bundestagswahl noch gebuhlt in Person von Armin Laschet um die Grünen. Schwarz und Grün sitzen in 6 Landesregierungen am Tisch. Was hat sich jetzt geändert? Was ist passiert? Also Bayern ist erstmal Wahlkampf. Und wenn ich ins Bierzelt gehe als bayerischer Ministerpräsident und ein bisschen Stimmung erzeugen will, dann kann ich was gegen Olaf Scholz sagen, aber dann winken die Leute müde ab. Aber wenn ich mal die Grünen aufs Tapet bringe und was die den Leuten alles so zumuten, da habe ich Stimmung in der Bude. Insofern, ich glaube, diese auch ein bisschen aufgeregteren Töne sind zum Teil jedenfalls auch dieser Wahlkampf-Szenerie geschuldet. Dann hören wir uns die gleich an. Markus Söder und Friedrich Merz von wegen aufgeregtere Töne. Die Grünen passen mit ihrem Weltbild nicht zu Bayern. Und deswegen wird es keine Grünen in der bayerischen Staatsregierung geben, meine Damen und Herren. Auf gar keinen Fall. Diese Grünen können kein Koalitionspartner für die Union sein, wenn sie die Realität so verweigern, wie sie das auch und insbesondere in der Einwanderungspolitik und in der inneren Sicherheit in unserem Lande tun. Sie können kein Koalitionspartner für uns sein. Ja, Frau Hensel, Herr Fleischhauer hat recht. Für Stimmung in der Bude sorgt das. Warum? Ja, Herr Fleischhauer hat absolut recht, weil sich die Leute nicht für Olaf Scholz interessieren, weil Olaf Scholz die Menschen nicht emotionalisiert, weil er zwar der Bundeskanzler ist, aber nicht so richtig ins Gespräch kommt mit der Gesellschaft. Aber eben auch, weil die Ampelregierung, man muss das so sagen, weitgehend grüne Politik macht. Die Grünen sind der Motor in dieser Regierung. Sie sind auch sozusagen, sie lenken, sie prägen diese Regierung sehr stark inhaltlich, auch wenn die Liberalen versuchen, die Sachen abzuschwächen, wie beim Heizungsgesetz beispielsweise oder bei der Kindergrundsicherung. Die großen identitätsstiftenden Reformprojekte dieser Ampelregierung sind grüne Projekte. Und die SPD schaut ein bisschen zu. Mhm. Und Baerbock, Robert Habeck und Annalena Baerbock sind Politiker neuen Typs, die im ersten Regierungsjahr unglaublich erfolgreich gewesen sind und die beliebtesten Minister dieser Regierung waren. Und ich glaube, das hat allen anderen ganz schön Angst gemacht. Frau Kade, ist das so? Die Grünen bestimmen die Farbe der Ampel und deswegen konzentriert sich alles auf Sie? Teilen Sie das? Nee, nicht ganz. Also ich würde sagen, im ersten Regierungsjahr war es tatsächlich so, dass die Grünen da stark getrieben haben. Wir erinnern uns an die ersten Monate des Ukraine-Krieges. Die Grünen sehr klar für eine entschlossene, schnelle Unterstützung, was eigentlich ihrer eigenen Programmatik total widersprach. Haben die aber hingekriegt, wurden in den Umfragen auch belohnt dafür. Nach meinem Dafürhalten bestimmen sie aber jetzt weniger die Politik als die Debatten über die Ampelpolitik. Also sie haben dann, nach meinem Dafürhalten ging es... Stimmen weniger die Politik als die Debatten ja, über die genau. Ampelpolitik. Ja, genau. Also das heißt, wir diskutieren sehr viel darüber, was die Grünen in der Ampel wollen und wie sie sich auch zum Teil so untereinander streiten, dass die Ampel gerade nichts machen kann. Also wir erinnern uns an die Kindergrundsicherung und die Blockade von der Familienministerin, die dann das Wachstumschancengesetz von Christian Lindner nicht machen wollte. Und eigentlich Habeck wollte das aber. Also da gab es einen internen Grünen-Streit, der die ganze Ampel dann erstmal lahmgelegt hatte. Dann das Heizungsgesetz von Habeck, worüber ja auch monatelang gestritten wurde, was dann in vielen Runden massiv nachgebessert werden musste. Also es gibt viele, der Ampel, das Image der Ampel ist, glaube ich, stark geprägt von den Streitigkeiten, die aufgrund der Grünen-Programmatik entstanden sind.
Und da würde ich eben sagen, haben die Grünen nicht so ein gutes Bild abgegeben am Schluss. Und Sie haben es eben angesprochen, die Flügelkämpfe sind auch wieder aufgebrochen. Am Anfang hatte man das Gefühl, das haben die vielleicht ganz gut im Griff. Habeck hatte das ja auch in Schleswig-Holstein, wo er ja vorher regiert hat, ganz gut hingekriegt. Aber jetzt sieht man schon, dass es aufbricht, eben bei dem Streit um die Kindergrundsicherung beispielsweise. Lisa Paus vom linken Flügel. Man hat auch den Eindruck, Baerbock und Habeck sind untereinander sich noch nicht so richtig grün. Dass es da auch noch eine unausgegorene Machtfrage ist, all das belastet die Ampel. Das heißt, man redet viel über die Grünen, aber finde ich weniger über das, was die Inhalte sind. Herr Müller, noch mal zurück zur Bierzelt-Stimmung. Also wir haben ja unterschiedlich aufgeregte Zeiten in der Politik in den letzten Jahrzehnten erreicht. Ja. Erlebt, jetzt fliegen in Bayern Kuhfladen, ein Stein. Ja. Also beschreiben Sie die Stimmung mal aus Ihrer Sicht. Gut, das fängt an mit Wahlplakaten, die beschmiert und zerstört werden. In der Stadt Augsburg etwa 40%, haben wir gehört. Das sind nicht nur die der Grünen, aber eben auch. Und das endet dann eben mit dem Steinwurf, der am Sonntag vor 2 Wochen zu besichtigen war. Das war in Neu-Ulm, kleine Stadt, an einem Stadtplatz, Petrusplatz heißt das. Die 2 grünen Spitzenkandidaten auf der Bühne, davor einige Anhänger. Man muss sich das alles sehr klein vorstellen, sehr eng. Wenn da 25 Anhänger waren, waren das viel. Und dann gibt es so ein Absperrgitter und dahinter sind dann die Trillerpfeifen, die Polizei auch mit Mannschaftsstärke. Und da war dann eben ein Mann, 44-Jähriger aus der Querdenkerszene, wie sich später herausstellte, der hat dann auf die Bühne eben so einen Stein geworfen. Und es ist nicht so ein Kiesel oder irgendwas Kleines, sondern schon ein Stein, der Leute verletzen kann. Und natürlich, Herr Schönborn, kann man nicht sagen, dass von dem, was wir gerade da gesehen haben, von Söder und Merz, von solchen Aussagen, ja, dass da eine direkte Linie zum Steinwurf von Neu-Ulm stattfindet. Das würde ich nicht behaupten. Aber dass wir in diesem bayerischen Wahlkampf eine Tonlage haben, das beginnt bei der AfD, das geht aber auch weiter bei den Freien Wählern und das endet bei Markus Söder, eine Tonlage haben, die ein Umfeld schafft, dass am Ende eben doch ein Stein fällt oder ein Stein geworfen wird, das glaube ich schon. Vielleicht ein Satz dazu zu Ihrem Einspieler. Söder kritisiert in diesem Einspieler, der wirklich am Pass pro Toto für ganz viele Auftritte steht, der kritisiert ja jetzt nicht das Heizungsgesetz oder er kritisiert nicht den Veggie Day oder sowas, sondern er sagt, die Grünen gehören nicht zu Bayern. Er sagt das immer wieder und er sagt das in ganz verschiedenen Tonlagen. Die haben nicht das Bayern-Gen. Sie gehören nicht zu uns. Und das aus meiner Sicht grenzt einen demokratischen Mitbewerber aus. Das ist keine Auseinandersetzung mit einem Mitbewerber. Das ist, wir stellen jemand zur Seite. Und das sorgt für eine Stimmung, die wir eben in Bayern derzeit besichtigen können. Mhm. Und es ist ja nicht nur der Steinwurf. Es ist ja nicht nur der Stein. Lassen Sie Herrn Fleischer mal, er kommt ja auch aus München. Also, sag mal, so als externer Beobachter ist mir diese Stimmung nicht so fremd, aber bitte. Also das ist natürlich, wird so ein Ideal-Bayern natürlich beschworen von Markus Söder, in dem die Grünen, die ja für was stehen, also sagen wir für eine sehr urbane Politik, auch eine abgehobene Politik, angeblich nicht reinpassen. Aber das würde ich sagen, ist das so ein typisches, so ein typischer Wahlkampf-Rhetorik-Trick. Also hat sich die Stimmung jetzt deutlich verändert? Für die Grünen ja. Die Grünen waren ja eine ganze Zeit lang so ein bisschen das Maskottchen der deutschen Politik. Ne? Also ich bin ja öfter auch in Talkshows, wenn da einer bekannt hat, dass er die Grünen wählt, gab es nie eine kritische Nachfrage oder wie Gott, wie konntest du auf die Idee kommen, die Grünen zu wählen? Damit ist man immer durchgesegelt. Ja? Während wenn sie bei der CDU waren, und jetzt erinnern wir uns mal an CDU-Auftritte, ist das, was wir hier gehört und gesehen haben, immer üblich gewesen. Also Helmut Kohl, der wurde dann zwar nicht mit Steinen beworfen, aber Eiern. Mit Tomaten in jeder sozusagen Reifeklasse, ja? Mit gekochten und rohen Eiern. Es gibt diesen berühmten Auftritt, glaube ich, in Halle, wo jemand so pöbelt und ihn beschmeißt, dass die Sicherheitsleute ihn fast nicht davon abhalten können, dem Typ am Schlawittchen zu greifen und sich zu packen. Also das ist für den Christdemokraten immer üblich gewesen. Da kann ich nur sagen, sind die Grünen jetzt gewissermaßen mit Verspätung in der normalen Wahlkampfrealität angekommen. Und dieses, sagen wir mal, diese Feindseligkeit, die man eben als Christdemokrat oder auch als FDP-Mitglied oder Wahlkämpfer schon seit langem erlebt, erleben jetzt auch die Grünen. Was haben die Grünen dazu beigetragen, Frau Hensel, Frau Kade? Also Herr Fleischhauer, die Eier auf Kohl flogen. Ich glaube, da gab es im Osten eine Arbeitslosigkeit von 25% und mehr. Das war in jenen Jahren, als die blühenden Landschaften nicht gekommen waren und eine Gesellschaft im Ausnahmezustand war. Aber es war nicht nur im Osten. Und die anderen Politiker haben sozusagen niemanden aufgefordert, quasi. Also Herr Müller hat völlig recht, die Grünen werden zu einem Feindbild gemacht. Und interessanterweise... Was haben die Grünen dazu beigetragen? Wie ich schon sagte, sie prägen die Ampel über Gebühr und sie haben es mit 2 Koalitionspartnern zu tun. Frau Hensel, darf ich kurz? Ja, ich will den Gedanken aufgreifen. Sie sagen, sie prägen die Ampel über Gebühr.
Heißt das, die Grünen nehmen stärker Einfluss auf die Politik, als es ihnen mit 14% Wahlergebnis zusteht? Das kann sie sagen, aber die Grünen sind eine sehr stark inhaltlich getriebene Partei. Sie treffen auf Sozialdemokraten, die außer die Reform des Bürgergelds und die Mindestlohnerhöhung nicht viel vorhatten in dieser Legislatur. Die Freien Demokraten haben sich nach einem Jahr gemeinsamer Ampel dafür entschlossen, sich zur Opposition in der Regierung zu machen, weil sie in den Landtagswahlen zu stark nach rechts verloren haben. Sie haben eine SPD, die ein höchst ambivalentes Verhältnis zu den Grünen hat und trotzdem macht diese Ampel, das muss man Herrn Scholz zugutehalten, das macht er anders als Merkel. Er kann diese großen Reformprojekte, die Ampel im Moment umsetzt, schwer erklären. Er kann eine Bevölkerung nicht so hinter sich bringen, wie es diese ganzen Projekte eigentlich nötig hätten. Aber er macht sie. Merkel hätte, glaube ich, viel von dem längst sozusagen laufen lassen. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir jetzt eine Situation haben. Und ja, da hat das Heizungsgesetz sicherlich dazu beigetragen. Der Bundeswirtschaftsminister Habeck hat im ersten Regierungsjahr sehr viel fossile Politik gemacht. Das darf man nicht vergessen. Um die Energiekrise in den Griff zu bekommen, hat er LNG-Terminals organisiert. Er hat die Kohlekraftwerke wieder angeworfen. In dem ersten Jahr war die Ampel geprägt von einer Politik, die Energiekrise abwenden musste durch den Krieg in der Ukraine. Mit einem Jahr Verspätung haben die Grünen dann angefangen, auch ihre Politik zu machen. Eben das Heizungsgesetz, etwas, was im Koalitionsvertrag vereinbart war. Und ich glaube, was sie übersehen haben, war, dass es eben durch eine nochmalige Krise höchst poröse Gesellschaft traf. Die Deutschen kamen quasi aus Corona, wie alle anderen auch. Und der Ukraine-Krieg hat uns eben auch sehr stark getroffen, weil es diese hohe Abhängigkeit von russischem Gas gegeben hat. Das heißt, wir haben Inflation. Natürlich gibt es ein Krisengefühl in der Gesellschaft. Aber die Grünen haben eben jetzt zu Beginn des Jahres angefangen, die Politik zu machen, für die sie ursächlich gewählt worden sind. Und lassen Sie uns das mal und sie haben, Frau Kade, Sie und sind sie dran. Haben, und das kann man Ihnen tatsächlich vorwerfen. Sie haben zu wenig antizipiert, auf welch gereizte Gesellschaft das stört, das trifft. Sie haben den Widerstand nicht antizipiert. Und ein letzter Punkt, Herr Schönbohm. Sie sind in der Kommunikation immer hinterhergelaufen. Sie sind nie, wie man es sagt, vor die Lage gekommen. Ja, Frau Kade, lassen Sie uns kurz einmal auf die Entwicklung der Grünen schauen. Also ich finde, Frau Hensel hat das ganz gut beschrieben. Wir haben die Entwicklung in Wahlen und Umfragen in den letzten 2 Jahren aufgezeigt. Wenn wir uns das mal angucken können, lieber Markus, genau. Dann sehen wir, dass die Grünen im Wahljahr so ein Frühjahrshoch haben, auf 26% ansteigen. Dann landen sie bei der Wahl bei gut 14%. Dann sind sie im letzten Sommer mal wieder wie ein Jojo hochgestiegen und sind jetzt wieder bei diesen 14%. Frau Kade, also nehmen die Grünen sich mehr heraus, als einer 14%-Partei zusteht? Versuchen sie, die Politik zu prägen, obwohl sie eigentlich Minderheitspartner sind? Also ich finde, das kann man nicht an Zahlen festmachen. Also es kommt immer darauf an, wie ist die Machtarithmetik in der Koalition gerade. Wenn einer schwach ist, ein Partner, dann geht man in die Lücke rein und versucht, das auszunutzen für sich. Das ist normale Machtpolitik. Ich finde aber eben, wenn man jetzt anfängt, wie Sie sagen, grüne Programmatik jetzt zu machen, dann muss man eben schon schauen, wie ist das Umfeld denn jetzt dafür? Passt das jetzt noch rein? Ist das die Realität, in der diese Programmatik jetzt umgesetzt werden kann? Und da würde ich eben sagen, da haben die Grünen beim Heizungsgesetz sich völlig verkalkuliert. Also gerade die ganze Inflation, die Baukrise, die ja da auch schon anfing, als die Debatte kam. Wenn man sich bei Grünen umhört, die sind selber eigentlich schwer verärgert, wie das lief. Also es ist jetzt auch nicht nur eine Sicht von draußen, sondern das sagen Grüne inzwischen selber. Und das ist das Problem, dass sie auch schwer loswerden. Auch als es dann nach der Sommerpause eigentlich alles besser werden sollte, die Ampel gesagt hat, wir reißen uns zusammen und wir die neuesten Rezessionszahlen hatten, die schwache Wirtschaft sich so deutlich wurde, wie schwach unsere Wirtschaft im OECD-Vergleich dasteht. Als dann auch noch die Grünen verantwortlich dafür waren, dass man dann nicht schnell ein Wirtschaftsfördergesetz auf die Beine bringen konnte. Also das sind alles so Sachen, da hat man den Eindruck, die Grünen haben nicht ganz verstanden, wann macht man was am besten und wie nimmt man die Leute dann auch mit dafür. Lassen Sie uns, Herr Fleischhauer, einmal die Themen mal durchgehen. Also nichts bewegt die Menschen im Moment mehr als die hohe Zahl der Flüchtlinge, die zu uns kommt. 2/3 haben das Gefühl, wir können das nicht verkraften, was passiert.
Und der Eindruck ist, dass die Grünen die Partei sind, die verhindert, dass besser gesteuert werden kann, dass die Bundesregierung, dass der Staat bewältigen kann, wie Menschen ins Land kommen oder nicht ins Land kommen. Also die Grünen haben sicherlich eine Anhängerschaft, die besonders kritisch drauf guckt, was jetzt Verschärfung angeht des Asylrechts und der Begrenzung von Migration. Wahrscheinlich von allen Parteien, die da im Bundestag sind, mit dem kritischsten Blick und am sensibelsten. Insofern ist es auch eine sehr schwierige Geschichte für die Parteiführung. Ich glaube, es gibt sozusagen so zwei Herzensanliegen der Grünen. Sozusagen für den grünen Rentner war es immer der Atomausstieg. Das ist ja bei den jüngeren Grünen gar nicht mehr so, aber gerade für diese älteren Grünen. Also ja, am Atomausstieg festhalten, egal was passiert, haben sie ja auch durchgekriegt. Und das andere Thema ist Migration. So, also uns irgendwie als offene Gesellschaft zeigen. Und das haut halt nicht mehr so richtig hin. Aber man sieht ja da, also werden ja immer so Versprechungen jetzt gemacht. Also es gibt ja jetzt angeblich eine Verschärfung auf europäischer Ebene. Wenn man genau hinguckt ins Kleingedruckte, vielleicht 2025, wenn alles gut geht. So, aber was man eben bei Dingen, die man jetzt machen könnte, stehen die Grünen total auf der Bremse. Also zum Beispiel bei der Frage ja Ausweitung von mehr sogenannten sicheren Herkunftsländern. Da sind diese Herkunftsländer, über die wir reden, also Algerien, Marokko und Tunesien, halt den Grünen immer nicht sicher genug. So. Das ist sicher ein Thema, mit dem sie im Augenblick, da sieht man ja auch, große Schwierigkeiten haben. Ich meine, das, bei Frau Hensel klang das jetzt immer so, also im Grunde sind es ja die treibende Kraft. Die wollen ja auch das Richtige und treiben jetzt irgendwie auf eine gereizte Gesellschaft. Nee, die Grünen haben natürlich so ein Sonnenblumenprogramm, was überhaupt nicht mehr in unserer Zeit passt. Ich meine, man muss sich mal angucken, in 21, als sie ankam, kurz vorher im Sommer, saß Robert Habeck im Fernsehstudio und hat gesagt, und da haben wir nämlich diese Nullzinspolitik ja noch gehabt, also wenn wir jetzt ganz viel Geld ausgeben und ganz viel Schulden machen, verdienen wir im Grunde damit. Weil für jeden Euro, den wir nicht auf dem Konto lassen, müssen wir keine Strafzinsen zahlen. Das war damals schon eine Ökonomie. Lassen Sie aber die wird natürlich noch verrückter, ja, wenn man Herr jetzt bei einem 4%... Lassen Sie uns versuchen, mal einzelne Themen abzuarbeiten. Wir wollen ja ergründen, warum die Grünen so viel Zustimmung verloren haben und so angegriffen werden. Also, Thema Asyl. Herr Müller, sind die Grünen diejenigen, die gegen eine breite Stimmung in der Bevölkerung verhindern, dass der Staat besser steuern kann? Zunächst möchte ich sagen, dass ich es persönlich honorig finde, dass die Grünen als Partei für Rechte von Migranten streiten, auch wenn das im Moment in der Mehrheit, finde ich, vielleicht nicht besonders populär ist. Trotzdem muss man sagen, dass das, was Frau Baerbock und die Grünen da aufgeführt haben, bei dem Thema Europa, bei dem Thema europäischer Asylkompromiss natürlich verrückt war. Wir als Deutsche, als Land, das nun Zielland der meisten Migranten ist, die in Europa ankommen, haben natürlich das größte Interesse, dass dieser Kompromiss in Brüssel endlich kommt. Ich habe ja viele Jahre aus Brüssel berichtet und solange ich dort war, seit 2015, liegt diese Reform rum, weil nichts vorangeht. Und es kann nicht sein, dass wir Deutschen ausgerechnet, die am meisten von einer Reform profitieren würden, dann am Ende die Blockierer sind. Das ist das Erste, was ich sagen möchte. Warum würden wir am meisten profitieren? Na, weil wenn diese Reform kommt, werden Migranten künftig, wie es sein soll, jetzt ja schon an den Außengrenzen registriert. Wenn sie keine berechtigte Chance auf Asyl haben, müssen sie dort auch erstmal bleiben. Dann gibt es möglicherweise das noch umstritten schnellere Verfahren und man kann sie von dort relativ schnell dann wieder in ihre Herkunftsländer oder Drittstaaten schicken, bevor sie eben den Weg nach Deutschland angetreten haben, sich hier lange Jahre in einem Asylstreit befinden, mit den Gerichten integrieren, die Kinder in den Fußballverein werden und am Ende auch niemand mehr abschieben will. Also das ist sozusagen eine der Kernänderungen, die man hätte, wenn diese Reform kommt. Und dagegen kannst du als deutsche Außenministerin, wenn ich das so klar sagen darf, nicht sein. Also ich verstehe völlig die Anliegen auch der grünen Basis. Wir müssen menschlich umgehen mit Migranten, selbstverständlich. Aber hier war es wirklich das falsche Signal. Zumal vielleicht das noch, diese EU-Asylreform am Ende ja, wenn sie scheitert oder nicht scheitert, werden das nicht die Grünen und die deutsche Regierung sein. Zurzeit blockiert jetzt Rom, nachdem wir unsere Blockade aufgegeben haben. Danach haben wir Viktor Orban, der auch kein Interesse hat, dass diese Reform jemals kommt. Also insofern sich dann auch parteistrategisch von den Grünen so in die Ecke drängen zu lassen, dass sie jetzt die Partei wären, die an deren Ja oder Nein der Segen dieser Reform hängt, das ist ehrlich gesagt auch eine Dummheit gewesen. Das heißt, also die Grünen haben eine Minderheitsposition, aber sie haben sie auch ungeschickt vertreten. Das würde ich hier sagen. Und damit, gut, dann lassen Sie uns auf das nächste Thema kommen.
Klimaschutz. Also ich sag mal, bis auf ein paar Verpeilte in dieser Gesellschaft gibt es niemanden, der grundsätzlich gegen Klimaschutz ist. Das ist eigentlich ein großer gesellschaftlicher Konsens. Dafür ist die Partei auch bei der Europawahl sehr stark gewählt worden, bei der Bundestagswahl weniger stark. Warum gelingt es einer Partei, die Klimaschutz als Markenzeichen hat, nicht eine Klimaschutzpolitik zu machen, wenn die Richtung alle wollen, die unterstützt wird? Sondern nur eine, die so breit abgelehnt wird. Weil die Pläne als realitätsfern, weil die als realitätsfern wahrgenommen wurden. Also wenn wir jetzt uns das Heizungsgesetz anschauen, gab es ja relativ schnell sehr viele Gruppen, die alle gesagt haben, das können wir so nicht umsetzen. Also von Handwerkern über Sanierer, alle, selbst die Kommunen haben gesagt, wir müssen erstmal unsere Netze überhaupt so aufstellen, dass das alles Sinn macht, Wärmepumpenhersteller. Also es gab wirklich quer durch die Gesellschaft von Besitzern von Wohnungen und Häusern bis zu den Mietern, alle waren vor den Kopf gestoßen. Und das heißt eben, das ist eine, da geht es um die Inhalte einerseits, aber eben andererseits auch um die Abfederung, was jetzt ja alles geändert wurde. Fristen wurden verlängert, es wurde die Förderung verändert, auch ausgeweitet. Es wurde erstmal jetzt gesagt, wir brauchen eine kommunale Wärmeplanung, damit alles überhaupt ineinander greifen kann. Also es geht tatsächlich dabei auch darum, Politik zu organisieren und nicht nur Überschriften zu setzen, sondern tatsächlich eben auch dafür zu sorgen, dass das, was man macht, nicht breite Schichten überfordert. Frau Hensel, Herr Fleischhauer. Ich würde sagen, die Debatte um das Heizungsgesetz war eine sehr stark verheuchelte Debatte. Und sie erinnerte mich ehrlich gesagt ein bisschen an die Debatte, die wir im Jahr davor auch schon geführt haben und die Grünen im Jahr vorher auch schon führen mussten. Wir haben eine Opposition, die CDU, Herr Merz, Herr Söder, die sich im Prinzip die ganze Zeit mit Untergangsszenarien, die sich in Untergangsszenarien ergießen, die eine Brachialrhetorik einführen, die offen gestanden, Frau Kade, wenig lösungsorientierte Alternativen bieten kann. Wir haben letztes Jahr, haben Sie die Debatte geführt, wir würden Blackouts haben, das Gas würde nicht reichen, der Süden würde die Speicher seien nicht gefüllt, der Süden würde quasi die Energieversorgung könnte nicht sichergestellt werden. Im Osten haben wir die Debatte gehabt, erinnern Sie sich, um die Raffinerie in Schwedt, die Gazprom gehörte und die mit russischem Öl versorgt wurde. Da hat Herr Woidke gesagt, das Ding wird pleite gehen, die mehr Leute werden arbeitslos werden, an den Tankstellen wird es kein Benzin mehr geben und die Benzinpreise werden nach oben schießen. Das war die Debatte im letzten Jahr und offen gestanden, nichts davon ist eingetreten. In diesem Jahr nun erleben wir eine ähnliche Debatte ums Heizungsgesetz und ja, die Grünen haben schlecht kommuniziert und sie konnten nicht darauf reagieren, dass sehr frühzeitig ein Gesetzesentwurf geleakt wurde, der in dieser Form natürlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht war, einfach weil die Fördermaßnahmen noch nicht klar gewesen sind. Und sie haben einen Koalitionspartner mit der FDP, der auf Teufel komm raus dieses Gesetz schlecht machen will. Und wenn Sie in einer, wissen Sie, die breite Öffentlichkeit interessiert sich doch nicht für Gesetzgebungsdebatten. Wenn ein Gesetz, ich glaube nicht, genauso wenig wie wir 80 Millionen Fußballtrainer sind wir, ich will die anderen auch zum Thema ranlassen. Also insofern machen Sie Ihren Punkt, dann Herr Fleischhauer. Jetzt habe ich meinen Punkt verloren, Herr Müller, weil machen Sie vielleicht den Punkt. Jetzt müssen wir erstmal den Fleischhauer hören und dann können wir neu anfangen. Es war eine verheuchte Debatte. Das ist immer so lustig, wir haben das schlecht kommuniziert, heißt im Grunde war ja alles Bombe, wir haben nur schlecht darüber geredet. Nee, das Heizungsgesetz war großer Mist. Die Leute waren zu doof, es zu verstehen. Die Grüne Partei ist eine Partei, die wahrscheinlich mehr als alle anderen Parteien einen harten ideologischen Kern hat. Oder nennen wir es freundlicher Überzeugungstäter. Leute wie Habeck, sind ja sehr pragmatisch und Habecks großes Ziel, das ist ja, haben Sie auch im Eingang ja gesagt, ist jetzt ja ein bisschen in die Ferne gerückt, ist ja die Eroberung des Kanzleramtes. Das ist, hat er auch noch nicht ganz aufgegeben. Und dazu muss ich natürlich, sagen wir mal, ein bisschen geschmeidiger sein und mehr Leute mitnehmen als die harten Ideologen. Und was ihm jetzt passiert ist in dem Fall, und das gilt ein bisschen für die Klimapolitik insgesamt, dass er nicht aufgepasst hat bei der Besetzung in seinem Ministerium, wer eben die entscheidenden Positionen als Staatssekretär besetzt. Und da hat er jetzt einen Mann gehabt, der kommt nämlich genau aus dieser anderen Teil der Grünen, diesen super ideologischen Teil. Und die haben ja über die Jahre und Jahrzehnte Papiere geschrieben, wie man Deutschland sozusagen in ihrem Sinn verändern kann. Und das Lustige war, Habeck hat dann auch mal gefragt, hast du mit allen geredet zum Heizungsgesetz? Und dieser Staatssekretär, der berühmte Herr Greichen, hat immer gesagt, ja, habe ich mit allen. Er hat nur nicht dazu gesagt, dass die alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, das funktioniert auf keinen Fall. Also ein Auftritt,
Herr Greichen, der Staatssekretär, tritt vor die Immobilienwirtschaft, großer Kongress, alles Experten. Und die sagen zu ihm, sagen Sie, wie soll das denn überhaupt funktionieren mit dem Heizungsgesetz? Uns fehlen doch jetzt schon die Monteure, da brauchen wir ja noch 60.000 mehr. Und dann sagt er einfach so, ja, da müssen halt ein paar Leute weniger Fliesen verlegen und mehr Heizung. Installieren. Das zeigt die ganze Arroganz sozusagen. Ich glaube, wir sind uns ja hier in der Runde schon einig, das Heizungsgesetz ist nicht glücklich gelaufen. Es ist nicht glücklich gelaufen, es ist handwerklich schlecht gemacht gewesen. Und es war wahrscheinlich auch schlecht kommuniziert. Gleichzeitig war die Gesellschaft nicht darauf vorbereitet, würde ich alles unterschreiben. Was aber auch stimmt ist, und wir müssen gar nicht über den Klimawandel reden, also die Realität oder nicht, was auch stimmt ist, wir sind gesetzlich verpflichtet, bis 2050 oder früher CO2-neutral zu werden. Wir sind gesetzlich verpflichtet in Europa, in Deutschland und, weil wir heute Bayern hatten, Bayern will noch früher CO2-neutral werden. Wir wissen, das kann man nur erreichen, wenn der Gebäudestand bestand, wenn dort weniger CO2 ausgestoßen wird. Und insofern finde ich es zunächst richtig, dass die Grünen im Übrigen als einzige Partei in dieser Ampelkoalition zumindest versuchen, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das uns in Richtung dieses Ziels ein Stück weit näher bringen könnte. Und ein Satz dazu noch, was mich jetzt am meisten stört an dieser ganzen Geschichte, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, das haben die Kollegen und Kolleginnen völlig richtig beschrieben. Was mich am meisten stört, ist, dass in dieser Koalition, in dieser Ampelregierung wird in den nächsten 2 Jahren nach diesem Nahtoderlebnis für Robert Habeck und die Grünen mit dem Heizungsgesetz kein Mensch mehr ein Klimagesetz in die Hand nehmen. Kein Klimaschutz mehr für die nächsten 2 Jahre. Außer ein bisschen Beschleunigung für Windräder und so weiter. Herr Müller, danke. Sie sind noch mal dran. Ich bedanke mich bei allen, die uns im Netz verfolgen, für die vielen Rückmeldungen bei Presseclub und Tagesschau in unseren Kanälen. Das Interessante ist ja, dass die Grünen für diese Politik nicht nur ihre Zustimmungswerte nicht halten können, sondern sie verloren haben. Ich lese mal vor, was ein User auf X schreibt. Warum setzen die Grünen immer noch einen drauf? Warum schaffen sie immer neue Probleme und bleiben nicht mal bei dem, was eigentlich nötig ist, um das erste Problem zu lösen? Also daraus lese ich so ein Überforderung. Wir suchen ja die Gründe, warum eine Politik so stark an Zustimmung verliert, die, wie Sie sagen, offenbar ja einen guten Kern und eine richtige Idee im Inneren. Mich erinnert, und möglicherweise wissen das die ein oder anderen der älteren Zuschauer noch, wenn ich das kurz sagen darf, mich erinnert die Situation mit dem Heizungsgesetz an die erste rot-grüne Regierung Gerhard Schröder. Da kamen die Grünen auch stolz geschwellt nach Jahrzehnten in der Opposition in die Regierung, hatten ihre Projekte und wollten die schnell durchsetzen, natürlich auch berauscht von der Tatsache, dass man nun an der Macht war. Stichwort Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, doppelte Staatsbürgerschaft. Sehr, sehr ähnlich. Die Gesellschaft war nicht bereit. Trotzdem wurde das Gesetz durch den Bundestag gepeitscht. Was passierte? Roland Koch machte einen Wahlkampf in Hessen mit einer Unterschriftenaktion dagegen. Er hat die Wahl gegen Hans Eichel gewonnen. Er hat mit Hessen die Bundesratsmehrheit für Rot-Grün gekippt. Das Gesetz wurde, wie das Heizungsgesetz jetzt, in komplett abgespeckter Reform irgendwie nochmal dann eingebracht. Das heißt, die Grünen haben es beim Heizungsgesetz versäumt, das ist unstreitig, die gesellschaftliche Umgebung so zu beackern, dass man bereit gewesen wäre, sich darauf einzulassen. Das ist richtig und das war ein schwerer Fehler. Ich glaube, bei den Grünen passiert jetzt gerade das, wovon Sie jetzt eben sprachen, dass man irgendwie versucht zu retten, was noch zu retten ist, um tatsächlich nicht die nächsten 2 Jahre gar nicht mehr dieses Thema anfassen zu können. Wir haben jetzt gerade vor ein paar Tagen Habeck erlebt, wie er tatsächlich zugegeben hat, dass diese Wärmepumpenpläne oder Heizungsgesetzpläne eben bei großen Häusern, die hohen Sanierungsbedarf haben, bis zu 200.000 Euro pro Haus dann an Sanierungskosten mit sich gebracht hätten. Also sprich, das wird jetzt auch mal ausgesprochen, es wird jetzt auch mal in klaren Zahlen gesagt, was da eigentlich auf die Leute zukommt. Das ist, glaube ich, die Vorbereitung dessen, dass man eben sagt, wir nennen das jetzt alles beim Namen. Die Leute müssen die klaren Zahlen vor Augen haben, damit sie bei eventuellen doch noch Klimaschritten, die Ampel noch gehen will oder die Grünen zumindest, dann einigermaßen mitziehen. Ja, ich fasse mal zusammen. Also Asyl, Klimaschutz, Anliegen, die in der Schärfe zumindest von einer Minderheit vertreten werden, aber wo Sie sagen, handwerklich schlecht umgesetzt oder kommunikativ schlecht vorgetragen. Es gibt etwas Drittes, was Umfragen immer wieder deutlich machen. Das ist das Gefühl vieler Menschen, mittlerweile einer Mehrheit, ja, bevormundet zu sein. Also in einem aktuellen Deutschland-Trend diese Woche bestätigen 2/3 der Menschen in Deutschland die Vermutung, ja, man werde ausgegrenzt, wenn man zu bestimmten Dingen seine Meinung offen sage. Das ist so ein Meinungsklima und das Gefühl, mir wird vorgeschrieben, was ich essen soll, wie ich sprechen soll, was ich tun soll. Auch das ist etwas, was gegen die Grünen schlägt, zu Recht? Es ist Teil
Es ist das Ergebnis dieser monatelangen Kampagnen gegen die Grünen. Ich weiß nicht, wenn Sie mit Grünen sprechen, es sind die Konservativen, die über Gender die ganze Zeit reden. Es ist ein Herr Söder, der die ganze Zeit über das Schnitzelessen referiert und dass es ihm verbieten worden wäre. Also Grüne sprechen gar nicht über solche Themen. Also auch da machen die Schwarzen die professionellere taktische Politik. Den besseren Wahlkampf. Natürlich, das sind relativ einfache Kampagnen. Das sind relativ, das ist für eine komplexe Situation, in der, und das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, in der diese Regierung doch relativ viel versucht umzusetzen. Und ich würde Herrn Müller widersprechen, es ist nicht nur Aufgabe, die Grünen Einheitsgesetz zu kommunizieren, es wäre auch Aufgabe des Bundeskanzlers, das zu tun. Absolut. Der sich auch im Wahlkampf als Klimakanzler plakatiert hat und der das überhaupt nicht tut. Aber natürlich, die Kampagnen der Konservativen und das konservative Spektrum von CDU bis AfD bis Freie Wähler und darüber hinaus, das sind einfache Antworten für sehr komplexe Probleme. Und nein, Herr Fleischer oder Herr Schönbrunn, es geht nicht um Gendern und es geht nicht ums Fleisch verbieten, sondern es geht darum, dass wir diese Gesellschaft, das hat Herr Müller auch schon gesagt, zur Klimaneutralität umbauen müssen. Und ja, da müssen wir uns verändern. Da müssen wir uns verändern. Und dazu sind die Deutschen zu großen Teilen abstrakt bereit. Aber wenn es konkret darum geht, das Leben zu verändern, und dann stößt es auf Widerstände. Aber es klingt eigentlich wie der Ball vor dem Tor, den man nicht reinschießt. Ne? Die Mehrheit ist dazu bereit und dann kommen die Widerstände. Ja, und ich würde es auch nicht so einfach sehen, dass man sagt, ja, die Konservativen reden da jetzt, fahren Kampagnen und dann ist das Meinungsbild jetzt plötzlich so. Ich meine, die Menschen haben doch... meinen ja nicht plötzlich irgendwas, was nur weil Friedrich Merz das so sagt oder weil Markus Söder das so sagt, sondern die haben, wie wir ja auch, wir hören uns Politiker an und bilden sich dann ihre eigene Meinung. Und genau wie Sie sagen, also Friedrich Merz ist ja nun wirklich auch höchst umstritten, zu Recht, zu Unrecht in dem einen oder in dem anderen Fall. Also da würde ich tatsächlich den Leuten schon zubilligen, dass sie ihre eigene Erfahrung machen oder ihre eigene Sichtweise entwickeln, jenseits dessen, was Markus Söder im Bierzelt sagt. Na gut, also bei den Grünen ist natürlich immer dabei, wenn der Grüne den Raum betritt die Aufklärung den Raum. So treten ja Grüne auch auf. Also das heißt, es ist nicht nur einfach ein Vorschlag, sondern der Vorschlag ist immer irgendwie unterfüttert. Entweder retten wir gerade das Klima oder wir retten die Demokratie oder wir kämpfen gegen rechts. Also es ist immer ein höherer sozusagen moralischer Grund. So, und es führt natürlich auch dazu, dass man Leute, die anderer Meinung sind, mehr oder weniger deutlich macht, dass man sie für ein bisschen minder bemittelt hält und zurückgefallen. Also wer nicht eben voll gendert, naja, das lernst du auch noch. Sag so geht das. Grüne, Herr so, Fleischer, ich bin im Dauerkontakt mit Grünen. Also meine Erfahrung. So. Und das rächt sich jetzt, weil man nämlich den Leuten halt die ganze Zeit klar deutlich macht, dass man sie ja ein bisschen eben für minder bemittelt hält. Also in Berlin war das ja so, war ja ausgesprochen. Die Berliner hatten eine Klimawahl. Also alle Menschen guten Herzens dafür, die Grünen haben getrommelt wie verrückt, Luisa Neubauer hat sich aufs Brandenburger Tor gestellt, so, dann haben sie nicht mal das Mindestquorum erreicht, großes Entsetzen in der grünen Bewegung, Erklärung, die Randbezirke seien schuld, ja, da wo die Leute noch an Schlittblume, Muttertag und das Auto glauben, also ein bisschen die sozusagen der deutsche Bible-Belt. Und diese Art von Verachtung, natürlich auch diesem normalen Leben gegenüber, der schlägt sich jetzt auch in diesen Umfragen nieder. Herr Müller. Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Ich habe es auch anders erlebt, weil sozusagen die Verachtung, um das Wort aufzugreifen von Herrn Fleischhauer, die Verachtung, die ich im bayerischen Landtagswahlkampf sehe, die richtet sich eher von Seiten der Freien Wähler und der CSU gegen die Grünen. Als umgedreht, ja. Ich glaube, dass sozusagen hinter diesem Kalkül Söders die Grünen auszugrenzen, da gibt es ein kurzfristiges Ziel und ein langfristiges. Das kurzfristige haben wir besprochen. Er will halt klar machen, mit denen regiert er nicht und dadurch ein möglichst stabiles Ergebnis für die CSU zu bekommen. Das langfristige ist aber doch interessanter. Wenn Sie so ein Bierzelt gehen, Cem Özdemir, nicht das Bierzelt, wo der Aufstand gegen ihn war, sondern ganz normales Freising, ein paar tausend Leute, viel Polizei, daher keine Störung. Dann sehen Sie da Landwirte, junge Leute, die irgendwie ein Unternehmen gründen,
Was ich sagen will, die diskutieren dann über Landwirtschaftspolitik. Da sind auch Gegner der grünen Position eingeladen. Das ist fast schon ein bisschen langweilig für einen Abend, bis Özdemir kommt. Was ich damit sagen will, dass die könnten genauso bei der CSU sitzen. Die Grünen haben sich in Bayern, und das ist die Gefahr für die CSU, die haben sich weit in das bürgerliche Lager reingefressen. Bilderbuch Bayern, Landkreis Miesbach, Tegernsee, Friedrich Merz, Urlaub da sogar, glaube ich. 17,5%. Das ist die Gefahr. Ein grüner Landrat eine Zeit lang. Das ist die Gefahr, vor der die Konservativen in Bayern zumindest Angst haben. Und insofern, das bringe ich nicht ganz überein mit der Verbotsdebatte, mit der Gender-Debatte. Das mag schon kurzfristig so sein, aber langfristig kriegt die CSU im bürgerlichen Lager, früher 50 plus X, weil sie es allein hatte. Jetzt haben wir bürgerliche Wähler, die zur AfD manchmal gehen. Wir haben eine klar bürgerliche Partei mit den Freien Wählern. Und wir haben noch so ein bisschen die Grünen, die auch bürgerliches Klientel abgreifen. Dann bleiben 35% für die CSU und das ist auf Dauer zu wenig. Das ist ja auch koalitionsstrategisch. Ja, und das, schwierig. Ich finde das ja sehr lustig. Und ganz, das machen wir zum Schluss. Genau, ja. Ich finde das sehr lustig und auch ganz, ja, ganz putzig, wie Herr Fleischhauer das beschreibt. Wir haben doch aber, die Situation ist doch aber völlig andere. Schauen Sie, sozusagen kein großes Wirtschaftsunternehmen sperrt sich dagegen, klimaneutral zu werden. Die deutsche Automobilindustrie will klimaneutral werden. Das sind nicht irgendwelche spinnerten Ideen, irgendwelcher Leute, denen das Gendern wahnsinnig wichtig ist, sondern es ist eine riesige Herausforderung, eben auch wirtschaftspolitisch. Und weswegen, Herr Müller hat das an den Umfragen festgemacht. Ich würde es inhaltlich festmachen. Ja, die Wirtschaft ist im Moment in einer keine guten Phase, aber das ist auch maßgeblich das Ergebnis von 16 Jahren Merkel-Regierung. Und ich kann nicht erkennen, dass die CDU irgendeine wirtschaftspolitische Idee hätte, ja, wie sie diese ökologische Transformation, Herr Linnemann kommt und hat irgendwie die ganz schöne Idee, dass Rentner steuerfrei arbeiten sollen. Das finde ich irgendwie, finde ich richtig. Aber diese ökologische Transformation, und ja, Herr Greichen mag in Ihren Augen ein Radikaler gewesen sein, aber die Grünen sind die einzigen, die Konzepte überhaupt in der Schublade für diesen sehr anstrengenden Prozess haben. Zum Schluss greife ich das Stichwort Koalitionsstrategie auf. Unsere Demokratie lebt von harter Auseinandersetzung. Da wird mit Florett und manchmal auch mit dem verbalen Schwert gekämpft. Im Moment gerade etwas härter, das ist der eine Teil. Aber der andere Teil ist, dass man ja in Parlamenten Mehrheiten bilden muss. Da die SPD vom Zwischenhoch bei der Bundestagswahl abgesehen nicht mehr als wirklich große Partei gelten kann, war die Vermutung viele Jahre, dass man in vielen Bundesländern Schwarz und Grün braucht, um überhaupt Regierungsmehrheiten bilden zu können. In Sachsen und Brandenburg passiert das in der Kenia-Koalition. In vier Bundesländern im Westen ist es Schwarz-Grün. Die Hälfte der Grün-Schwarz gibt's auch. Oder Grün-Schwarz in Baden-Württemberg. Die Hälfte der deutschen Bevölkerung hat eine Landesregierung, wo Schwarz und Grün irgendwie miteinander arbeiten. Ist das jetzt zu Ende? Ist das sozusagen eine Zeitenwende, was Koalitionstaktik angeht, die wir gerade erleben? Nee, also das finde ich auch so das nur halbkluge daran. Also die Strategie hast du ja, oder die Taktik haben Sie ja beschrieben. Aber also sowohl Merz als auch Söder wollen noch irgendwann mal ins Kanzleramt. Ja. Und das ist extrem unklug, sich jetzt auf dem Weg dahin sozusagen schon mal eine Koalitionsoption zu verbauen. Weil wenn man diese ganzen Clips irgendwann dann wieder rausholt, 2025, dann sehen die alle beide ziemlich alt aus. Von daher ist das schon nur so halbklug. Ich verbuche das aber auch unter einem nicht ganz glücklichen, auch finde ich wenig bürgerlichen Ton vorgetragenen Versuch, eine Unterscheidbarkeit unter den Parteien jenseits der AfD sichtbar zu machen. Weil ja auch viele Menschen den Eindruck haben, ach, das ist doch irgendwie alles eine Soße. Nur die AfD ist eine, die ganz andere Positionen als alle anderen vertritt. Und deswegen sind das für mich die wahren Oppositionsleute. Also deswegen ist es, finde ich, von der Anlage her schon ein Versuch wert, zu sagen, wir wollen schon klar machen, wo wir uns alle unterscheiden. Ob man diesen Ton dann wählen muss, das wäre auch nicht meiner. Und den finde ich auch nicht bürgerlich. Herr Müller. Naja, ein Schnipsel, den Sie nicht gezeigt haben, hätten Sie aber zeigen können. Wir hatten Friedrich Merz bei der Augsburger Allgemeinen bei einer großen Veranstaltung am Freitag vor einer Woche. Und da haben wir ihn genau das gefragt. Sag mal, du sagst da oder Sie sagen da am Gillermoos, mit den Grünen geht das gar nicht. Wie wollen Sie denn regieren? Und dann hat er sehr klar gesagt, das gilt für Bayern. Ja? Also er hat schon sehr, also das hat er auch erkannt, was Frau Kade gerade durchgespielt hat. Also wenn man ernsthaft, ob da nun Friedrich Merz ist, bei anderen potenziellen Kanzlerkandidaten steht ja Schwarz-Grün noch viel mehr vorne auf der Rampe. Wenn man ernsthaft regieren will im Bund, dann braucht man die Option mit den Grünen. Ob die dann kommt oder in welcher Form. Insofern, Friedrich Merz am Gillermoos ist ein anderer Friedrich Merz als der, den wir in Augsburg gehört haben. Herr Fleischhauer.
Also für Herrn Merz kann ich ja, weiß ich nicht, aber für meinen Ministerpräsidenten kann ich sagen, also wenn es jetzt sein muss, ab 8. Oktober mit den Grünen, ja, dann macht er das auch mit den Grünen. Das ist ja das Tolle an Markus Söder. Dann war das jetzt auch richtig in dem Moment, wo er so geredet hat. Aber jetzt haben wir eine neue Lage und auf die müssen wir ansprechend reagieren. Da kann ich aus Berliner Erfahrung nur sagen, Herr Wegner hat einen massiven anti-grünen Wahlkampf geführt. Ich glaube, er hätte gerne mit Ihnen koaliert. Es ist einfach nicht zustande gekommen, weil man sich derart polarisiert hatte zwischen auch den Landesverbänden. Also Koalitionen wollen vorbereitet sein. Auch das finde ich ein bisschen läppisch, zu sagen, ja, okay, dann machen wir den Wahlkampf. Koalitionen wollen vorbereitet sein. Und was wir ganz stark an der Ampel sehen, ist, dass sie nicht vorbereitet worden ist. Mhm. Ich würde zur momentanen Situation sagen, es ist ein bisschen ein Midterm-Phänomen. Wir gehen auf zwei sehr wichtige Landtagswahlen zu. Die Nerven liegen überall blank. Im Prinzip können im Moment alle nur verlieren. Im Moment, denke ich, ist die Stimmung so, dass niemand eine Koalition im Bund mit den Grünen machen würde. Also auch die Sozialdemokraten würden sich sehr schnell wieder zurück in eine große Koalition flüchten. Oder sogar, man würde eine Deutschlandkoalition bauen. Aber ehrlich gesagt, das kann sich in zwei Jahren alles wieder geändert haben. Ich halte den Satz gerne fest. Eine Koalition will vorbereitet sein, haben Sie gesagt. Und insofern ist vielleicht die Kandidatenfrage in der Union auch eine, die am Ende daran hängt, mit wem man kann, möchte, soll. Ansonsten danke für die Analyse. Es hat viel mit Stimmung und Taktik zu tun, habe ich verstanden, aber auch viel mit Regierungshandwerk, das Sie an einigen Punkten als stark verbesserungsfähig beschrieben haben. Danke, dass Sie dabei sind. Presseclub nachgefragt, jetzt im Netz bei Phoenix und im Radio, hier in der ARD. Ansonsten gute Informationen im Europamagazin, unter anderem über die bald auch in Polen stattfindenden Wahlen. Bis hierhin danke, tschüss und lassen Sie es gut gehen. Und willkommen zurück. Presseclub nachgefragt. Im Fernsehen bei Phoenix, im Radio bei WDR5 und auf vielen Kanälen im Netz und in Dienstlaken mit Uwe Neuhaus. Willkommen in der Sendung, Herr Neuhaus. Schönen guten Tag in die Runde. Ich hätte eine grundsätzliche Frage. Ist es nicht so, dass bei vielen Argumentationen der Grünen immer so im Hintergrund ein Deutungshoheitsanspruch zu erkennen ist? Und ich finde, in der Demokratie haben Deutungshoheiten nichts verloren. In der Demokratie müssen mehrere Deutungen nebeneinander ihre Berechtigung haben. Dann kann man von einer Deutungsmehrheit von mir sprechen, aber nicht von einer Deutungshoheit, weil die schließt grundsätzlich dann andere Deutungen aus und markiert sie als falsch. Mhm. Das heißt, Sie wünschen sich eine Haltung, die sagt, das sind meine Argumente, aber ich lasse auch andere gelten. Das ist so der Kern Ihrer Beobachtung. Absolut, das ist Demokratie. Ja. Von wem hätten Sie gerne einen Kommentar dazu? Vielleicht von Herrn Fleischhauer. Gut, dass diese Art von Bescheidenheit, die Sie da sich wünschen, die fällt den Grünen also wahnsinnig schwer, weil Sie ja auch in die Politik gegangen sind, natürlich, um das Land auf den richtigen Weg zu schubsen. Und wenn man das sozusagen, dass der Ursprung ist, gewissermaßen ja, deswegen gibt es ja auch diese starke Verbindung mit der evangelischen Kirche, also sozusagen für höhere Güter zu streiten, ja, dann hat man hier ein bisschen anderes Auftreten. Ne? Herr Neuhaus, danke für den Auftakt. Wir gehen mal weiter den Rhein aufwärts nach Koblenz zu Wolfgang Natusius. Herr Natusius, willkommen in der Sendung. Ja, guten Tag. Meine Frage an die Runde wäre, ob diese hasserfüllte Form sozusagen des Feindbildes Grüne, was jetzt eben so hervortritt, zu tun hat mit einem Autoritätsmangel der Grünen. Und nicht im Sinne von autoritär sein, also dass die irgendwie als autoritärere Politiker da auftreten sollten, sondern im Sinne der römischen Autoritas des Ansehens. Weil einerseits die Grünen ja fachlich voll in der Zeit liegen mit den Klimakatastrophen und den Flüchtlingskatastrophen, die ja zum Teil mit der Klimakatastrophe verbunden sind. Ja. Kein fachlich überzeugendes Konzept bieten, indem sie jetzt diesen grün lackierten Kapitalismus weitermachen wollen. Ja, und damit in Opposition etwa zu einem realistischen Szenario, wie es Ulrike Herrmann entworfen hat, kommen. Und zum anderen, weil sie nicht als Politikerpersönlichkeit mit dieser Autoritas auftreten, mit der sie den Leuten wirklich sagen, ja, es geht an eure Heizungen, also es geht so nicht weiter und das wird kosten. Und das eben deutlicher zu machen und nicht so zurückzustehen und
zu versuchen, irgendwie grün lackierten Konsum weiterzuführen. Und man muss sich nur erinnern, bei Markus Lanz, wie sauertöpfig die Grünen-Ministerin auf dem Sofa neben Frau Herrmann saß vor einem Jahr und den Fakten nichts zu entgegnen hatte, außer, ja, ich bin da nicht so pessimistisch, also so sehe ich das nicht. Herr Natusius, so danke. Also diese Autoritätsfrage. Ja, danke. Frau Hensel möchte erwidern oder kommentieren. Ich finde das sehr interessant, was Sie erzählen, weil es im Prinzip das Gegenteil von dem beschreibt, was der Vorredner gesagt hat. Sie beschreiben jetzt die Grünen als zu wenig ehrlich. Der Vorredner beklagte sich über das sozusagen, dass die Deutungshoheit zu absolut sei. Also nach meiner Beobachtung ist es ja gerade so, dass Herr Habeck das durchaus versucht. Und wir haben kurz über auch Frau Baerbock gesprochen und ihren Kurs in der Migrationsdebatte. Mhm. Also ich finde schon, und weil Frau Kahr das ansprach, dass es ein Führungsproblem gibt. Ich finde ja gerade das Interessante, dass die Wahl zwischen Herrn Habeck und Frau Baerbock eigentlich auch ein bisschen die Wahl zwischen zwei Politikstilen ist. Frau Baerbock ist jemand, die gerne mit einer Art letzten Wahrheit auftritt, während Herr Habeck, so nehme ich ihn wahr, ein Politiker ist, der sehr gerne viel für mein Verständnis viel zu oft Fehler einräumt, von viel zu vielen Zweifeln spricht und von dem ich mir wünschen würde, er würde öfter auch mal geradeaus argumentieren. Insofern kann ich Ihnen in Teilen recht geben, ja. Danke für die Beobachtung jetzt, was die beiden Personen angeht. Dankeschön, Frau Hensel. Und danke nach Koblenz. Und springen wir zurück nach Köln. Wir bleiben erstmal am Rhein heute. Gundolf Siebecke, willkommen in der Sendung. Ja, schönen guten Tag aus dem sonnigen Köln. Ich bin bei dem gleichen Punkt, aber gehe ein bisschen weiter zurück und ein bisschen tiefer. Wir haben diese Diskurskultur geerbt, zum Glück, dürfen aus dem alten Griechenland, die antiken Denker dort haben diesen Diskurs in seinen Techniken auch entwickelt. Das wurde dann fortgeführt, die Scholastik ist vielleicht noch einigen ein Begriff, der Katholizismus hat das alles sehr vorangebracht, die Klöster haben das sehr vorangebracht. Ich behaupte sogar, wir sehen das ja im Unterschied zur Orthodoxie zum Beispiel, dass es dort diese Diskurskultur nicht gibt. Dass unsere ganze Wohlfahrt, unser Status darauf beruht, weil wir immer alles drehen und wenden und gemeinsam die Argumente ausarbeiten und dann eben zu der bestmöglichen, der optimalen Schlussfolgerung kommen. Das hat früher in der Politik auch funktioniert. Machiavelli mal als ein Beispiel, jemand, der dann also auch korrigiert hat und eingegriffen hat von außen. Und seitdem eben ja wir so eine mediale Öffentlichkeit haben, geht es nur noch um Machtpolitik. Es wird das gemacht, was sich mit Macht durchsetzen lässt. Ja. Okay. Und das wird gemacht bis an die Wand und vorher wird nicht gestoppt. Und das ist ja etwas, wo ich von den Medien erwarte, insbesondere von den Medien erwarte, dass sie uns da rausführen. Die Politik alleine schafft das offensichtlich nicht. Das Punkt ist angekommen, Herr Siebecke. Mit den Glaubensgrundsätzen, davon müssen wir weg. Wir haben noch viele. Danke für Ihren Gedanken dazu, Herr Müller. Machtpolitik ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Im Grunde genommen, das haben wir jetzt ja auch diskutiert, ist der Klimawandel, egal wie sehr es die Bevölkerung im Moment mit den ganzen wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Krieg in der Ukraine warnt, ist das große Thema, wo wir uns irgendwie zu verhalten müssen in unserer Art zu leben und zu wirtschaften. Und ich glaube, die Grünen haben ins Amt gekommen, Ministerium, Expertise, machtpolitisch gedacht, wir haben eine Mehrheit, wir legen dieses Heizungsgesetz vor und das läuft jetzt. Als 15%-Partei verheben sie sich an dieser Menschheitsaufgabe, möchte ich sagen. Und ich glaube, das ist auch ein Teil, was wir hier erleben. Wenn wir Klimawandel ernsthaft bekämpfen wollen, dann braucht man zunächst mal, das ist schon angeklungen, die ganze Regierung hinter sich. Ja, das ist ja auch, nun, wo ist der Kanzler? Das kann man in der Tat bei der ganzen Geschichte fragen. Und man braucht vielleicht noch ein bisschen mehr, nämlich große Teile der Gesellschaft, auch diejenigen, die nicht die Ampelparteien gewählt haben, hinter sich, Stichwort Macht. Was mir aber auch auffällt, ist, bei so einer Aufgabe, die möglicherweise, und das klang ja durch die Parteien gar nicht allein gelöst werden kann, zumindest nicht in diesem Zusammenspiel Regierung, Opposition, und es klang schon an, wo ist eigentlich die Opposition? Wo ist der Oppositionsführer Friedrich Merz, der sagt, pass auf, Robert Habeck, das ist so schief gegangen, lass jetzt mal die Erwachsenen ran, das ist mein Klimaschutzkonzept, abgestimmt mit der Wirtschaft, das sind die nächsten 5 Punkte, das schaffen wir jetzt bis zur Bundestagswahl noch. Das ist ja auch nirgends. Und insofern habe ich vielleicht auch, wie gesagt, in dieser ganzen Sendung eine gewisse Milde gegenüber dem, was die Grünen da wieder... Vielen Dank, Herr Siebecke, auch für diesen Anstoß. Ich merke, wir rühren an sehr...
grundsätzlichen Punkt. Wir kommen fast ins Philosophische heute. Gruß nach Köln. Und wir sind sehr rheinlastig. Wir bleiben am Rhein. Jetzt gehen wir nach Karlsruhe zu Marvin Dannecke. Hallo, Herr Dannecke. Willkommen. Sie haben das Wort. Hallo, guten Tag. Ich würde gerne den Blick weiten auf die FDP als Koalitionspartner. Und zwar ist mein Problem gerade ein bisschen mit dem Ideologievorwurf an die Grünen, dass die FDP meiner Meinung nach sogar ideologischer agiert als die Grünen. Weil das sieht man zum Beispiel daran, dass die FDP, also für die FDP sind Staatsschulden per se böse, auch wenn viele Ökonomen sagen, dass mehr Schulden gerade für Investitionen nötig sind. Und für die FDP sind außerdem Steuererhöhungen für die Reichsten der Reichen böse, auch wenn viele fordern, dass zum Beispiel für die Reichen die Steuern erhöht werden und für die restliche Bevölkerung dafür die Steuern dann gesenkt werden. Und die FDP war auch beim Thema Energiewende sehr stark für E-Fuels und Wasserstoff, auch wenn zum Beispiel unter Ingenieuren längst entschieden ist, dass viel in Richtung Batterietechnologien deutet. Also für mich ist das einfach ein bisschen kritisch, die Grünen so einseitig als ideologisch zu bezeichnen, während die FDP sozusagen ihre Mantras vor sich hält und diese als unanfechtbar sozusagen immer in die ganzen Koalitionsverhandlungen einbringt. Und deswegen haben auch zum Beispiel vor 2 Jahren hat zum Beispiel der Ökonom Adam Tooze auch vor einem Finanzminister Christian Lindner gewarnt, weil dieser einfach als zu Schulden, also Schuldenbremsen fetischistisch quasi dargestellt wurde. Deswegen, das ist einfach meine Meinung zu dem ganzen Thema. Herr Dannecke, ja, danke, dass Sie die mit uns geteilt haben. Frau Kade ist bereit zu erwidern, aber ich merke, wir haben heute viele belesene, sehr gut informiertes Publikum, viele belesene Hörer, User, Zuschauer. Ja, ich kann Ihrer Einschätzung eigentlich weitgehend zustimmen. Tatsächlich hat die FDP ja die gegenteilige Erfahrung gemacht, die Grünen von den Grünen im ersten Regierungsjahr. Die Grünen sind von ihrer Programmatik abgewichen. Sie haben es gerade besprochen, nicht nur Ukraine-Krieg, auch die Gasbesorgungen, die Habeck gemacht hat und so weiter, wurden dafür aber belohnt in den Umfragen. Und wenn die Liberalen sich mal haben breitschlagen lassen, war dann gleich immer, hat man gesehen, Landtagswahlen und auch in den Umfragen, die Liberalen sind ja viel stärker jetzt abgeschmiert in der Ampel als die Grünen. Also die Grünen haben ja im Prinzip nur 1 Prozentpunkt, wenn man jetzt den Wahl die sind da, wo sie jetzt bei genau, der Wahl genau, waren. Eigentlich im Prinzip haben die sich kaum verändert. Die FDP ist aber in einem gefährlichen Bereich angekommen, 6-7%. Das ist schon heikel. Und nach meiner Analyse ist das der Grund dafür, dass die sehr vehement auf ihren Themen beharren und versuchen, so noch zu retten, was zu retten ist. Christian Lindner hat ja sogar schon mal gesagt, ihm reicht auch seine kernliberalen Wählerschaft und hat gar nicht mehr den Anspruch, wie die Grünen sie ja immer noch haben, irgendwie größer zu werden. So eine Westerwelle sie eins hatte, ja. Ja, danke. Und danke nach Karlsruhe. Und jetzt verlassen wir das Rheinland und gehen an die Spree. Astrid Peters in Berlin. Willkommen. Allerschönsten guten Morgen. Ja, guten Morgen, ist gut. Sie sind als erstes möchte ich sagen, ich als Hauptschulabschlüsse, also ich bin 85, habe nur die Hauptschule abgeschlossen. Also ich habe damals verstanden, das Gebäude... Energiegesetz? Ja, Gesetz. Ja. Wer es nicht verstanden hat, da haben die Medien einen sehr großen Teil gehabt. Denn das Gesetz war noch gar nicht fertig und schon wurde aus allen Ecken und Enden berichtet, wie schlecht das ist und wie schlimm das ist. Und alle Bürger, die also eine Heizung haben, müssen ihre Heizung ausreißen und eine Pumpe da anbringen. Dazu hatte also Focus und die Bild-Zeitung und die Welt einen sehr großen Anteil. Es richtet sich hier meine Kritik an die Medien. Ich bin darauf angewiesen, dass ich die öffentlich-rechtlichen Sender sehe. Ich kann mir also eine Zeitung nicht dauernd leisten. Und ich finde, die Medien sind nicht dazu da, Kaffeesatz zu lesen, sondern sie sind so, wie Frau Henschel das beispielsweise gemacht hat, dazu zu informieren. Der Herr Habeck kann ja nur in einem bestimmten Zeitraum erklären,
nämlich dann, wenn er in die Medien kommt. Und das hat er sehr wohl gemacht, denn er hat von Anfang an gesagt, die Menschen werden ärmer. Das hat er schon gesagt. Hm. Und wenn die Medien Frau aber Peters, dauernd darüber vielen, ja, reden, dass Dank. Alle so arm haben Sie, werden und ja. dass alles so teuer ist, dann sind natürlich die Menschen sehr gerne bereit, das zu glauben. Danke für Ihre Meinung, Frau Peters. Danke, dass Sie dabei sind in der Sendung. Das lassen wir so stehen. Das war eine klare, pointierte Meinung. Und gehen nach Eppelheim zu Martin Bauer. Hallo, Herr Bauer. Hallo, vielen Dank, dass Sie mich dran nehmen. Sie sind auf Sendung. Bitte, schießen Hallo. Sie los. Ja, vielen Dank, dass Sie mich dran nehmen. Mhm. Ich war schon mal vor einem Jahr im Presseclub. Damals ging es um den Atomausstieg. Und da wurde sehr hysterisch, ich glaube, von einem Weltreporter gesagt, dass es Blackout gibt und der Ende des Deutschlands. Jetzt zu meiner Frage. Ich finde, Herr Habeck als einen sehr guten Wirtschaftsminister. Und er hat das Problem, dass er Reformen machen will. Und diese Reformen sind natürlich sehr schwer vermittelbar, weil sie eine große, größere Veränderung sind. Und wir sind mittlerweile eine sehr alte Gesellschaft und deswegen sind wir sehr anfällig gegenüber Populisten wie Merz und Söder, die das sehr gut ausnutzen, um gute Politik zu diskreditieren. Deswegen meine Frage, sind wir überhaupt noch reformfähig mittlerweile, weil wir gerade als ältere Bevölkerung gar keine Änderung mehr haben wollen? Ich würde gerne diese Frage an die Reporterin von der Zeit stellen. Ja, gerne, Frau Hensel. Das ist eine sehr klare Frage. Sind wir reformfähig, wenn eine alternde Bevölkerung möglicherweise andere Interessen hat oder nicht folgen möchte? Ja, vielen Dank. Und überhaupt finde ich außerordentlich kluge Statements und Fragen schon die ganze Zeit. Ja, natürlich, das sehen wir. Das haben wir auch schon kurz besprochen, als ich sagte, oder als auch Sie sagten, dass übergroße Teile der Deutschen klimaneutral werden wollen, dass übergroße Teile der Deutschen mehr Klimaschutzmaßnahmen befürworten wollen, aber dass es eben immer dann, wenn es in die konkrete Umsetzung geht, die Widerstände zunehmen. Insofern weiß ich nicht, ob man den Deutschen gleich Reformunfähigkeit attestieren will, aber ich glaube, es braucht eben dann doch größere Anstrengungen eben der Bundesregierung, mit dieser Gesellschaft in Kontakt zu treten und mit ihnen zu sprechen und um nicht die einzige Frau in der Runde sozusagen nicht sozusagen kommentieren zu lassen, noch ein Satz zu der Dame aus Berlin vorher, weil sie hat einen richtigen Punkt und der verbindet sich mit dem Anrufer von gerade eben. Ja, ich glaube auch wir Medien und die Öffentlich-Rechtlichen gehen da mit gutem Beispiel voran. Die Talkshow von Frau Maischberger publiziert jetzt häufig nach Sendungen sogenannte Faktenchecks, weil man muss eben auch sagen, dass die Populisten sehr gerne mit Vereinfachungen und auch mit Falschaussagen mittlerweile operieren. Und ich glaube ja, auch wir Medien müssen uns fragen, wie wir wenn politische Diskurse sich so radikalisieren, wie wir sie im Moment erleben, wie wir als Journalisten damit umgehen und ob wir einfach... Unsere Zeit ist abgelaufen. Danke für das Schlusswort. Danke nach Eppelheim. Und Ihnen, ja, einen schönen Sonntag. Tschüss und bis nächste Woche.